Hallo und herzlich willkommen zum neunten Teil des Starterdepots, wenn ich richtig gezählt habe. Nur Gott weiß, wie viele Teile es werden. Wenn wir hier das Ganze erfolgreich machen, dann kann ich die Serie vielleicht an meine Tochter vererben, die momentan knapp 5 Jahre alt ist. Wir werden sehen. Im achten Teil haben wir abgestimmt über die Aufnahme einer Lebensmittelaktie und da sind wir hier angelangt. Wir arbeiten ja uns hier im Uhrzeigersinn durch. Und sind wie gesagt beim letzten Teil hier angelangt und zur Auswahl standen Pepsi, Coca-Cola und Diageo. Auch das fällt unter den Bereich Nahrungsmittel. Und Coca-Cola war der Verlierer, hat nur 15% der Stimmen bekommen. Diageo, ein Unternehmen bzw. eine Aktie, die wahrscheinlich viele nicht gekannt haben aus Großbritannien, Hersteller von alkoholischen Getränken, 31%, zeigt also, dass die Aktie durchaus auf Interesse gestoßen ist. Und letztendlich hat aber Pepsi das Rennen gemacht mit 53% der Stimmen. Und ich habe dann entsprechend den Sparplan heute Morgen eingerichtet. Hier sehen wir ihn. Wir sind jetzt diesmal nicht direkt im Depot bei mir. Ich bin reingegangen, habe den Sparplan eingerichtet, habe dann einfach einen PDF-Ausdruck gemacht. Und hier ist er auf 25 Euro. Wir investieren ja 500 Euro jeden Monat. 20 Sparpläne maximal, sodass es auf 500 Euro kommt. Und simulieren damit also eine ja, Altersvorsorge im Prinzip, die für die meisten erschwinglich ist. Wir haben den Sparplan noch nicht ausgeführt. Ich mache das immer zum Monatsersten und es ist natürlich für jeden freigestellt, wann er dann den Sparplan ausführt. Die zwei Sparpläne sind schon ausgeführt worden für Microsoft und für Cisco Systems. Jetzt geht es also weiter und wir haben hier ja die Zielgewichtung nach den Segmenten und wir kämen dann hier ebenfalls in den ganz klassischen Bereich für Dividendeninvestoren. Lebensmittel sind ja ganz, ist ein ganz klassischer Bereich, wo viele Dividendeninvestoren ihre Aktien suchen. Hier Haushaltsprodukte ist ebenfalls ein klassischer Bereich. Warum? Weil die sind beide relativ krisenresistent. Hier geht es um Produkte des Alltags und hier suchen wir ebenfalls jetzt die Aktie, für die wir abstimmen können, aus und ich würde die drei Aktien analysieren, die ich mir ausgesucht habe. Die sind alle sparplanfähig und meiner Meinung nach auch alle ziemlich gute Kandidaten. Es ist eine relativ gute Frage übrigens gekommen, die ich ja, kurz diskutieren möchte. Und zwar hat ein Leser geschrieben, dadurch, dass wir auf die Sparplanfähigkeit hier achten, momentan also in erster Linie bei Consors, weil ich das Depot ja auch bei Consors habe, andere Broker haben andere Aktien, die sparplanfähig sind. Da wir aber jedenfalls auf diese Sparplanfähigkeit achten, ob da zu viele gute Qualitätsunternehmen außen vor bleiben und ob dann letztendlich wir ja, uns mit der zweiten Wahl quasi begnügen müssen und ob dann im Prinzip unser Depot oder die Qualität unseres Depots darunter leiden wird, ist eine gute Frage. Und tatsächlich ist es ja eine gewisse Einschränkung, die Beachtung der Sparplanfähigkeit. Wenn ich jetzt, Video für Video gehe ich vor und suche mir dann im Aktienfinder die guten Aktien aus und muss dann nochmal quasi diese Sparplanfähigkeit als Filter, als technischen Filter sozusagen berücksichtigen und da fliegen ein paar Aktien raus. Hier war es jetzt beispielsweise so, dass ich normalerweise auch noch Church & Dwight drin gehabt hätte, aber die sind nicht sparplanfähig, also sind sie rausgeflogen. Das ist erstmal negativ. Positiv ist, dass am Ende immer noch so viele Qualitätsunternehmen übrig bleiben, die auch sparplanfähig sind bisher, dass ich sagen kann, dass wir immer noch qualitativ hochwertig unterwegs sind, im Sinne von hier dem Motto des Aktienfinders und Aktien investieren, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Das heißt, es bleiben genügend Aktien übrig mit langfristig steigenden Gewinnen, die auch aus Dividendenperspektive attraktiv sind, so dass ich sage, wir haben immer noch eine Auswahl zwischen wirklich guten Unternehmen. Und das zum einen. Zum anderen, wenn ich mal in einem Segment unterwegs bin, wo ich nicht genügend sparplanfähige Aktien finde, die wirklich gut genug sind, dann habe ich, und einmal ist es tatsächlich passiert, ich glaube, das war hier in dem Bereich, dann fange ich an zu wildern in anderen Bereichen bzw. Segmenten.
Und sorgt dann dafür, dass wir nach wie vor qualitativ hochwertige Aktien zur Auswahl haben bei der Abstimmung. Also dass wir immer drei wirklich sehr gute Aktien haben. Und wenn wir einmal jetzt dann die Runde komplett durchgegangen sind, dann haben wir ja schon so viel Geld quasi angespart. Sieht man auch hier, glaube ich. Hier ist das Saldo 450 Euro. Das heißt, wir wollen jeden Monat 500 Euro investieren, können aber momentan ja noch nicht alles verinvestieren, weil wir noch nicht genügend Sparpläne haben. So bleibt was über. Das, was überbleibt, können wir dann für Einzelkäufer verwenden. Und das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Ausweichmöglichkeit, wenn wir nicht mehr genügend sparplanfähige Aktien haben, die also meiner Meinung nach wirklich qualitativ hochwertigen Kriterien entsprechen. Insofern denke ich schon, dass wir damit leben können. Die Vorteile aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile der Sparpläne, nämlich dass wir mit kleinen Summen schon investieren können und nicht jedes Mal zum Beispiel 500 oder 1000 Euro investieren müssen in einen Wert und dann passiert irgendwas vielleicht eine kurze Zeit später und die Aktie fällt. Das sind alles so Dinge, die gerade für Anfänger sehr unschön zu verdauen sind und deshalb meiner Meinung nach ist es durchaus vertretbar, so wie wir hier vorgehen oder sogar vorteilhaft tatsächlich. So, bevor wir zu den einzelnen Aktien kommen, muss ich dann nochmal den Risikohinweis einblenden. Der wäre hier. Mit Aktien kann man Geld verlieren, insbesondere kurzfristig. Ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wo die Kurse in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sein werden und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Bitte sich selbst Gedanken machen, das Ganze als Inspiration sehen. Dann schauen wir mal an, für welche Aktie oder um welche Aktien geht es jetzt. Da gehen wir in den Aktienfinder rein. So, hier sind wir. Ich habe schon mal einen Merkzettel ins Leben gerufen. Und zwar ist der hier bei Haushaltsprodukte, so habe ich es genannt. Und dann filtern wir schon mal. Hier sind sie. Wir benutzen ein anderes Ranking, nämlich das hier. Da ändert sich ja wieder die Punktzahl. Und machen wir das hier noch ein bisschen hübscher und größer, damit man auch was auf dem Handy sieht, wenn man sich das auf dem Handy anguckt. Wir haben also Procter & Gamble, Reckitt Benckiser und Unilever zur Auswahl. Und ich denke, das sind drei qualitativ hochwertige Unternehmen, auch wenn Church & White jetzt beispielsweise nicht drin ist. Und im Prinzip bewegen wir uns hier im Bereich der Pflege. Pflege, entweder man pflegt sich selbst oder man pflegt den Haushalt, so habe ich es mir gemerkt. Also es gibt Produkte, mit denen man beispielsweise die Wäsche pflegt oder Hygieneprodukte zur ja, Haushaltspflege, also zur Reinigung der Badewanne oder was weiß ich. Und dann gibt es Produkte, mit denen pflegt man nämlich sich selbst, schmiert man sich also mehr oder weniger oft ins Gesicht oder färbt damit die Haare und am Rand gibt es auch noch Lebensmittel, also das schmiert man sich nicht ins Gesicht, sondern das nimmt man wirklich tatsächlich ein als Nahrungsergänzungsmittel oder Unilever hat tatsächlich noch die klassischen Lebensmittel im Angebot. Andere, wie Reckitt Benckiser, haben das ausgedünnt bzw. komplett veräußert. Wir gucken uns jetzt im Aktienfinder ein Unternehmen nach dem anderen an, gehen das hier qualitativ, also fundamental durch. Und am Ende habe ich nochmal ein Excel-Sheet gemacht, um andere Dinge auch nochmal miteinander vergleichen zu können. Und wir werden uns auch immer dann nochmal kurz die Marken anschauen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen für die einzelnen Unternehmen. Dann würde ich sagen, los geht's mit Reckitt Benckiser und schauen wir uns das Ganze mal an. Erstmal hier. Ich gehe gern erstmal hier rechts auf die gesamte Unternehmensperspektive, wo da Umsätze und die Margen angezeigt werden. Und was wir bei Reckitt Benckiser sehen, das ist, dass die Umsätze wachsen, also von links unten nach rechts oben ist immer ein gutes Zeichen. Und wir sehen auch hier einige Ausbuchtungen, also dass der Umsatz auch mal wieder nach unten geht und dann wieder anzieht. Allgemein muss man sagen, dass gerade hier so in dem Bereich, wo wir uns gerade bewegen, aber allgemein im nicht zyklischen Bereich, sei es, wenn es jetzt um Lebensmittel geht, um Pflegeprodukte, diese Konzerne, die wir da haben, das sind Dauerbaustellen. Da wird dauernd was verkauft und wieder neu gekauft. Und das führt teilweise dann dazu, dass die einzelnen Kennzahlen beispielsweise, ja, allgemein die Fundamentalanalyse mit Verzerrungen leben muss. Oder man muss in der Einzelanalyse
extrem zeitintensiv hingehen und die ganzen Daten bereinigen. Das ist jetzt aber hier für uns wirklich außerhalb des Machbaren. Und ich denke, wir gucken halt, wir beschäftigen uns auch schon mit einzelnen Ausreißern und mit einzelnen Verzerrungen und müssen halt immer darauf achten, dass das Ganze nicht die wesentliche Perspektive verzerrt. Wenn, ist ja jetzt nicht schlimm, wenn der Earnings per Share ein paar Cent höher oder niedriger ist, als er gewesen wäre, wenn man im Rahmen einer Einzelanalyse total ins Detail geht, solange eben das Gesamtbild nicht verzerrt wird. Wenn wir hier zum Beispiel, also im Aktienfinder sehen wir aber schon relativ gut schon einzelne große Ausreißer. Und da ist Reckitt Benckiser da schon ein ganz gutes Beispiel. Wir sehen hier, dass zweimal die Nettomarge über die operative Marge springt. Das heißt, dass unterm Strich nach allen Abzügen mehr verdient wurde als operativ, kann eigentlich nicht sein. Es sei denn, es kamen außergewöhnliche Geschäftsvorfälle zustande, beispielsweise eben durch den Verkauf. Und tatsächlich, Reckitt Benckiser hat hier im Jahr 2014 seine Pharma-Sparte abgespalten, wurde dann Indivia draus, kam dann hier Geld in die Kassen und in 2017 wurde der Lebensmittelbereich veräußert, kam dann auch wieder Geld in die Kassen. Also Reckitt Benckiser fokussiert sich auf die zwei Bereiche, auf welche zwei Bereiche eigentlich, nochmal hier spiegeln, Health und Hygiene Home. Haben sie es genannt und hier sehen wir dann auch die Marken, also das ist die Homepage von Reckitt Benckiser. Und bei Health haben die dann so Sachen wie Clearasil, ich habe ja schon gesagt, was man sich ins Gesicht schmieren kann, habe ich früher mal benutzt, ist aber schon eine Weile her. Durex, weiß ich nicht, ob ich die jemals benutzt habe, keine Ahnung. Und dann noch einige andere Marken, die ich teilweise nie gehört habe. Meine Frau geht einkaufen, nicht ich. Und dann Hygiene, Kalkon zum Beispiel, das legt man sich in die Spülmaschine, um Verkalkung vorzubeugen und dann noch irgendwelche Benisch, macht man Flecken raus. Naja, da kennt auch meine Frau sich, glaube ich, besser aus. Jedenfalls sind das hier die beiden Segmente von Reckitt Benckiser und man sieht, dass wir hier keine Pharma mehr haben und dass wir hier auch keine Lebensmittel mehr haben. Das ist also ein Fokus, der hier gemacht worden ist. Und insgesamt sehen wir hier, dass wir operative Margen haben, die auch gestiegen sind im langfristigen Zeitverlauf. Also das Unternehmen Reckitt Benckiser ist effizienter geworden und momentan sind wir bei Margen um die 27%. Und die Umsätze, ja, die gehen wegen den Verkäufen, denke ich, in erster Linie auch mal, sind die nochmal nach unten gegangen. Aber jetzt ziehen sie wieder relativ beachtlich an. Unter anderem wahrscheinlich auch deshalb, weil ein Unternehmen gekauft worden ist im Bereich von Babynahrung für 16,6 Milliarden US-Dollar. Aber die Umsätze, die Umsatzänderungen sind nicht immer alle organisch bedingt. Wenn wir uns mal hier anschauen, wie auf pro Aktie Kennzahlen, wie diese aussehen, dann sehen wir ja auch langfristig steigende Gewinne, Cashflows, Dividenden. Wobei interessant ist, dass in 2015 die Dividende gesenkt worden ist. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, das ist kein Datenfehler. Obwohl eigentlich aus Sicht vom freien Cashflow durchaus auch eine Steigerung drin gewesen wäre, ist nicht schlimm. Das ist nur schlimm für die Fetischisten der Dividendensteigerung seit Jahren. Die gibt es ja. Die sagen, die kaufen dann halt lieber Procter & Gamble, weil die Dividenden seit 63 Jahren gesteigert worden sind. Bei Reckitt Benckiser seit nur 3 Jahre. Wäre aus meiner Sicht etwas kurzsichtig. Aber solche Leute gibt es. Gehen wir mal kurz in die Fondsanalyse rein. Da sieht man dann hier insbesondere, wie in der Bilanz diese Käufe und Verkäufe dann entsprechende Spuren hinterlässt. Hier der Verkauf von diesem Babynahrungshersteller, der hat da natürlich dann die Bilanz ganz schön nach oben gezogen. Ich habe ja gesagt, es führt 16,6 Milliarden US-Dollar. Und Reckitt Benckiser ist, glaube ich, das kleinste von den drei Unternehmen, die ich hier vorstelle. Und dann sieht man schon, wie die Bilanzsumme hier in die Höhe gesprungen ist. Gehen wir wieder raus, oder? Können wir jetzt hier noch kurz gucken? Aktienrückkäufe, da ist nicht viel. Mal erhöht sich die Anzahl der ausstehenden Aktien ein bisschen, mal reduziert sie sich ein bisschen, aber immer in Bereichen von unter 2%. Also im Vergleich zu US-Unternehmen passiert da nicht allzu viel. Wenn wir uns Dividendenrendite angucken, dann sehen wir, dass die hier mal richtig hoch war bei 4% in 2011, 2012. Momentan kriegen wir 2,5%, ist auch schon nicht schlecht.
So, gehen wir mal hier noch näher rein. Wir hätten schon mal 3,14% gekriegt in den letzten 12 Monaten. Da war der Kurs also niedriger, er ist in der Zwischenzeit wieder gestiegen. Kriegen trotzdem aber jetzt momentan 2,5 und soll ja dann weiter steigen und hätten wir dann hier 2,7 in 2020 und knapp 3% in 2021 immerhin. Schauen wir uns mal die faire Bewertung an. Dann sehen wir, der Kurs war schon höher, war aber auch schon niedriger. Er lag schon bei oder lag mal nur bei 55 britischen Pfund. Mittlerweile sind wir bei 67 britischen Pfund. Das Hoch war bei 71 in den letzten 12 Monaten. Der faire Wert wäre irgendwo, je nachdem, wie man berechnet, zwischen 56 und 60 britischen Pfund. Relativ nah beieinander bei allen Bewertungsarten. Das heißt, die Aktie ist leicht überbewertet. Allerdings haben wir hier wieder die optimistischen Aussichten und wenn das so kommt, wie man erwarten könnte, dann hätten wir einen fairen Wert zwischen 68 oder 69 und 70 britischen Pfund immer relativ nah beieinander. Dadurch, dass auch die hier operativen Cashflows und Gewinne pro Aktie relativ parallel zueinander laufen und dann wäre die Aktie schon unterbewertet. Also die Aktie ist jetzt nicht allzu hoch oder allzu sportlich bewertet. Wir haben ja momentan im Umfeld viele Aktien, die sehr sportlich bewertet sind. Bei Reggie Benckiser geht es noch, sage ich mal. Gucken wir uns mal Unilever an. Das ist jetzt die niederländische Aktie. Reggie Benckiser ist aus Großbritannien. Unilever ist, wie gesagt, die Aktie, die auch im klassischen Lebensmittelsektor tätig ist. Hier können wir uns auch mal die ganzen ja, Brands angucken, Marken von Unilever und da wird man auch das ein oder andere Bekannte finden. Ich glaube, das ist Langnese, kann das sein? Heartbrand. Magnum, ja genau, das habe ich bei mir zu Hause im Kühlschrank liegen. Lipton Tee, ach, alles Mögliche. Hier ist, ach, Magnum ist auch nochmal eine eigene Marke. Also kann man sich mal anschauen, was die so alles haben. Die haben also im Prinzip drei Segmente, weil sie nicht nur Haushalt haben, Körperpflege, sie haben auch Lebensmittel. Heißt, glaube ich, jeder Zuschauer verstanden. Wenn wir uns mal hier die, stellen wir mal den Zoom ab, langfristige Entwicklung so angucken, da sieht man, dass wir durchaus Umsatzwachstum haben, aber eben auch ebenfalls mit dem Auf und Ab, was teilweise durch Segment- oder Portfoliobereinigung zustande kommt. Seit oder wenn wir seit 2003 gucken, dann geht es wieder eher hoch. Margen sind relativ stabil. Hier springt die Marge mal an, die operative Marge von 16,5 auf knapp 25% mit der Nettomarge parallel. Ich glaube, dass es nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass da müssen wieder außerordentliche Geschäftsvorfälle so, deshalb verursachen, die aber verbucht worden sind quasi operativ. Naja. Wenn wir uns langfristig die Entwicklung pro Aktie angucken, da sehen wir, dass es besser aussieht, als die Umsatzentwicklung vermuten lässt, ist möglicherweise die Kombination aus zum einen Umsatzwachstum langfristig gesehen, steigenden Margen langfristig gesehen, dann bleibt ja auch mehr hängen, und Aktienrückkäufen. Das gucken wir uns nochmal näher an, die Aktienrückkäufe nachher. Wir sehen übrigens, wenn wir hier auf die Dividende schauen, dass die Dividende schön gesteigert wird. Da muss ich mich bei einem Mitglied bedanken. Das findet man auf keiner anderen Webseite, auch nicht bei Unilever. Ich habe einen Mitglied, der heißt Max, der ist tatsächlich hingegangen und hat die ganzen Dividendenzahlungen bereinigt, um die ganzen Käufe, Verkäufe, Wechselkursanpassungen, niederländische Gulden, Euro. Ich habe mir jetzt explizit angeguckt und das war wirklich große, große Klasse. Und habe dann basierend auf seinen Daten das Ganze eingepflegt. Und von da ab, deshalb, nur deshalb, haben wir jetzt hier die Dividenden tatsächlich von 1985 bis aktuell. Wie gesagt, das gibt es sonst nirgends. Und wir sehen eben, dass Unilever ein sehr schöner Dividendenzahler auch ist. Steht jetzt zum Beispiel in Procter & Gamble meiner Meinung nach in nichts nach. Schauen wir uns mal die Fondsanalyse an. Da interessieren mich ja noch die Aktienrückkäufe, habe ich gesagt. Und da ist aber auch nicht allzu viel. Das ist eher wie bei Reckitt Benckiser. Da passiert relativ wenig. Es gab mal Aktienrückkäufe hier, 2%, 1%. Dann wurden die Anzahl der ausstehenden Aktien aber auch mal leicht erhöht. Und jetzt in den letzten Jahren 1,2%, knappes Prozent, nur 0,1%, also faktisch nicht existent, wieder 1,4%.
jetzt wieder ein bisschen angezogen. Also das Ergebnis hier ist dann in erster Linie, meine ich, doch auf die Margensteigerung zurückzuführen. Wenn man hier sieht, dass die operative Marge mal bei unter 8% lag und jetzt eben bei, ja, bei 16,5%. Das macht, da bleibt dann halt doch deutlich mehr hängen, als ja, vorher der Fall war. Und deshalb geht dann auch die Pro-Aktie-Kennzahl mit nach oben. Das fällt oft gar nicht so auf hier, wenn man, weil man hier ja gar nicht so wirklich, oder weil man hier gar nicht glaubt, dass man hier so wirklich, dass es wirklich einen Unterschied macht. Aber es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob die Marge jetzt bei 8% liegt oder bei knapp 17% liegt. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier nochmal oder gucken zum ersten Mal überhaupt die aktuelle Dividendenrendite an. Die liegt momentan bei 2,9% und ist im historischen Verlauf eher niedrig. Da hätten wir ja schon knapp, ja, 4% hätten wir auch schon bekommen können in den Jahren 2011 bis 2013 und haben hier dann voraussichtlich in 2020 schon eine Dividende, die Dividendenrendite aber trotzdem über 3% liegt, schon in 2019 über 3%. Das sind alles, wie gesagt, klassische Dividendenaktien auch. Wenn wir uns den fairen Wert anschauen, dann sehen wir erstmal, dass die Aktie ganz schön angezogen ist. Wir hatten mal eine Seitwärtsbewegung gehabt und seit 2016 ist sie angezogen. Momentan haben wir einen Kurs von knapp 55 Euro. Das ist Höchstkurs. Nehmen wir den mal raus und dann nehmen, denke ich, die Dividende und den Gewinn pro Aktie als Bewertungsmaßstab. Da hätten wir dann einen fairen Wert bei der Aktie zwischen 44 und 45 Euro. Wie gesagt, der aktuelle Kurs liegt bei 55 Euro, also wäre dann die Aktie doch recht sportlich schon bewertet. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen bis 2020, dann hätten wir den fairen Wert der Aktie ungefähr erreicht. Gucken wir uns mal Procter & Gamble an. Wenn wir hier hingehen auf Brands and Products, da sehen wir, dass die relativ viele Segmente haben, in denen die auch reporten. Auch Unilever hat trotz der Lebensmittel weniger Segmente als Procter & Gamble und am allerwenigsten Segmente hat Reckitt Benckiser, wobei die haben auch drei, glaube ich, nachdem sie jetzt Babynahrung gekauft haben. Ich war auch in allen drei Geschäftsberichten drin für 2018. Sehen wir gleich noch, was dabei rausgekommen ist. Also hier sieht man dann die ganzen Marken von Unilever und ist auf den ersten Blick relativ unübersichtlich. Nicht auf Unilever, Procter & Gamble. Schauen wir uns mal an, wie hier die Umsatzentwicklung aussieht. Da sieht man, dass die lange Zeit gestiegen ist und dann hatten wir aber Stagnation und Rückgang bei den Umsätzen. Die Margen sind relativ lange seitwärts gelaufen. Also das sieht jetzt nicht besonders berauschend aus. Nichtsdestotrotz, für Leute, die insbesondere auf die Dividende stehen, die konnten mit der Entwicklung zufrieden sein. Die Dividende wurde weiterhin schön gesteigert. Wir sehen aber auch, dass das Dividendenwachstum deutlich nachgelassen hat. Von 2015 bis 2019, da ist nicht mehr viel passiert. In 2015 lag die Dividende bei 2016 und bei 2,93 in 2019, da war das Wachstum hier doch deutlich dynamischer. Auch pro Aktie ist beim Gewinn ist nicht viel passiert seit der Finanzkrise. Da war der Gewinn pro Aktie auf 3,56 und jetzt bei 3,62, also Seitwärtsbewegung auch beim operativen Cashflow. Entsprechend, wenn wir uns die, nur die Kurse hier angucken, sehen wir auch eine relative Seitwärtsbewegung zwischen 2019 und 2018, also fast 10 Jahre lang. Da kam die Aktie nur leicht vom Fleck. Hatten wir Höchstkurse in 2008 gehabt von 75 US-Dollar und Tiefskurse in 2018 von 71 US-Dollar. Das heißt also Seitwärtsbewegung. Wir sehen aber auch, dass plötzlich die Aktie einen Sprung nach oben gemacht hat. Das heißt, bei Procter & Gamble ist der Markt der Meinung, dass es jetzt wieder besser läuft. Und wir haben bei Procter & Gamble ein organisches Umsatzwachstum auch wieder von 2000, von ungefähr 4%. Und das mag nicht viel erscheinen, ist aber deutlich mehr als in den letzten Jahren erreicht worden ist. Und das heißt, ein möglicher, der Konzernumbau hat jetzt Früchte getragen. Ist natürlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht für Neueinsteiger, weil wir haben momentan eine Dividendenrendite von 2,5%. Das ist immer noch viel im Vergleich zum Sparbuch oder im Vergleich zum Riester-Rente-Produkt. Vor allem ohne staatliche Zulage, aber
Wir hätten halt bis vor kurzem noch deutlich mehr bekommen, so über 4% Dividendenrendite, mit der wir hätten einsteigen können. Und durch diesen Kurssprung jetzt eben entsprechend weniger. Gucken wir uns nochmal kurz die Aktienrückkäufe an. Gehen wir in die Fundanalyse hierfür. Und da sehen wir, dass die Aktienrückkäufe gar nicht so hoch waren im Vergleich zu anderen Unternehmen. Ich zoome mal rein. Da sieht man das ein bisschen besser. Und 2009, da war es relativ hoch, 5%, 1,7%, 3%, wieder 2%. Also das war hier schon bedeutend. Sieht man dann auch an der Differenz zwischen Gewinn pro Aktie bereinigt und unbereinigt. Wenn man hier 2009 anguckt, da hätten wir eigentlich nur einen Gewinn pro Aktie gehabt von 3,22. Also in 2009 hier wäre eigentlich nur 3,22 gewesen, aber wir haben hier 3,39 gehabt. Also eigentlich wäre es nach unten gegangen. Ohne Aktienrückkäufe und dann im Folgejahr 3, 6 US-Cent und dann nochmal 12 US-Cent, immerhin, dann aber relativ wenig und dann in 2017 aber wieder 3,7% Rückkaufquote und 3,50 US-Dollar wäre es nur gewesen ohne also Aktienrückkäufe. Also hier wären es 3,55 eigentlich gewesen im Vergleich zu 3,49 und eine ganz leichte Steigerung dann gehabt. Naja, was wir hier sehen übrigens, das ist auch beeindruckend, dass die tatsächlichen Vermögenswerte, die greifbar sind. Ich blende mal das Ganze hier aus. Hier sehen wir die Vermögenswerte, die wirklich greifbar sind. Die machen so viel aus. Und wenn man jetzt hier nochmal die Anzahl der eigenen Aktien drauf stapeln und den Goodwill, dann sehen wir, dass hier diese Vermögens- oder dass hier diese Werte viel höher sind als die greifbaren Vermögenswerte. Das ist ja schon beeindruckend. Es ist nicht beunruhigend, also diese Treasury Stocks sind keine Risikoposition. Die Risikoposition ist das hier, ist der Goodwill, wie wir zum Beispiel bei Kraft Heinz gesehen haben, die da massive Abschreibungen haben machen müssen beim Goodwill. Ist aber, denke ich mal, hier auch im Rahmen des Vertretbaren, also oder sagen wir mal so, ist nichts Ungewohntes. Wenn wir jetzt sehen, dass die Aktie so hoch angezogen ist, also der Aktienkurs, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Aktie jetzt sportlich bewertet ist. Prüfen wir das doch mal über den operativen Cashflow. Da sehen wir, dass laut operativem Cashflow wäre die Aktie 88 US-Dollar fair bewertet. Das war auch das, woran sich der Aktienkurs so mehr oder weniger ja auch gehalten hat in der Vergangenheit, bis vor kurzem eben. Wenn wir den Gewinn hinzunehmen, dann hätten wir hier einen fairen Wert bei 93 US-Dollar, also schon etwas höher, also aber immer noch unter dem aktuellen Kurs. Wir können auch die Dividende hinzunehmen, die wäre dann ebenfalls 93 US-Dollar. Auch daran sind wir unterbewertet. Wenn wir mal gucken hier, wie sich das Ganze weiterentwickelt, dann sehen wir ja, durch die leicht steigenden Gewinne, Cashflows, Dividenden steigt natürlich auch der faire Wert, aber bis das Ganze mal hier erreicht wird, dauert das noch ein bisschen. Bei 2020, Mitte 2020 wären wir noch nicht da. Und es würde bis 2021, Mitte 2021 dauern, dass wir hier mal den fairen Wert basierend auf dem Gewinn erreicht hätten, verglichen zum aktuellen Kurs. Also hier eine relativ sportliche Bewertung. Schauen wir mal hier noch was anderes uns an. Und zwar habe ich hier noch eine kleine Excel-Tapete gebaut. Die drei nochmal im Vergleich, weil der Aktienfinder ist schon relativ gut, um einen Eindruck der einzelnen Aktien zu bekommen. Also wesentlich besser als die meisten Finanzseiten, die ich so kenne. Aber er ist ein Aktienscreener und kann ja nicht in die einzelnen Segmente reingucken, sondern er bleibt ja immer quasi auf der gesamten Unternehmensebene. Hier habe ich einfach nochmal ich habe mir nochmal zwei Fragen gestellt und wollte die ja nochmal beantwortet haben. Zum einen ist nun mal hier die Margenentwicklung bis basierend auf die ganzen Segmente, um zu gucken, dass man hier kein echtes Problemsegment hat und dass die einzelnen Geschäftsbereiche auch halbwegs sauber oder gleichmäßig, wie da die Verteilung ist der Umsätze. Und das sehen wir hier, Regibenzgesser. Ich habe es immer eingeteilt zwischen Gesundheit, Hygiene und Lebensmittel. Und wenn, wie im Fall von Procter & Gamble, es da mehrere Segmente, nach denen berichtet wird, gibt, dann habe ich einfach nach meinem Empfinden die einzelnen Segmente so den Segmenten Gesundheit oder Hygiene zugeordnet. Und man sieht hier bei Regibenzgesser die Zahlen, die kann sich jeder dann nochmal im Detail angucken. Wir sehen hier die Margen, also prinzipiell sind alle Segmente bei allen drei Unternehmen profitabel. Bei Regibenzgesser
relativ gut mit 26,7% Marge und Gesundheit und Hygiene. Gesundheit ist etwas ja, margenfreudiger als Hygiene, aber ist soweit in Ordnung. Gesundheit übrigens auch das stärkste Segment, insofern ist es gut. Bei Unilever ist es relativ margenschwach auf der einen Seite. Auf Hygiene ist das margenschwächste Geschäft, ist auch die schwächste Sparte. Lebensmittel ist ungefähr in der Mitte. Lebensmittel ist zusammen mit Gesundheit die stärkste Sparte, aber wenn man Gesundheit und Hygiene zusammennimmt und das dann als unter Pflege subsumiert, dann ist Lebensmittel eben doch nur das zweite Rad und Pflege ist dann das erste Rad oder das Wichtigste quasi. Deshalb nochmal vielleicht ein Kommentar vorgegriffen, warum Unilever nicht unter Lebensmittel fällt. Und bei Procter & Gamble sehen wir hier eine sehr schöne Gewichtung, was die Margen angeht. Und das soll das Thema gewesen sein. Und was hier unten noch interessant ist, das ist, finde ich, deshalb habe ich es ja auch hier ein bisschen angemarkert. Wir haben, es geht ja, also sehr wichtig ist immer das organische Wachstum. Also das Wachstum oder Gewinnwachstum speist sich im Prinzip aus zwei Quellen. Zum einen das organische Wachstum, dass man also, oder das Absatzwachstum, dass man mehr Produkte verkauft und dann das Preiswachstum, dass man die Preise erhöht, dann kann man ja auch noch mehr Gewinn machen. Und dann zum dritten vielleicht das nicht organische Wachstum durch Zukäufe. Was beim organischen Wachstum aber eben ganz spannend ist, das ist das Mengenwachstum durch mehr abgesetzte Menge und da lässt man vor allem oder kann man allem hier in den Developing Markets, Emerging Markets, oder Schwellenländer, Entwicklungsländer, Dritte Welt hieß es früher, ist aber außer Mode. Vor allem in diesen Märkten kann man vor allem ja, gut zulegen. Und da ist es interessant, wie stark die einzelnen Unternehmen schon in den Schwellenländern vertreten sind. Und da ist Unilever am besten aufgestellt. Und das war früher mal mein Grund gewesen, warum ich in Unilever investiert habe. Und Unilever-Aktien habe ich übrigens heute noch. Regibenz-Kisser hat auch 40% Umsatzanteil in den Schwellenländern, das ist auch ziemlich gut. Und Procter & Gamble ist da etwas schwächer aufgestellt. Procter & Gamble ist relativ stark in Nordamerika. Ist meines Erachtens kein besonders einfacher Markt in Nordamerika, also weil es schon stark gesättigt ist. Und so viele also hier nochmal zum Anteil, wer in welchen Regionen wie stark ist. Also da wäre dann Unilever an Nummer 1 und Regibenz-Kisser an Nummer 2 und Procter & Gamble an Nummer 3. Wenn bei den Margen wiederum Unilever an 3 ist, gefolgt von Procter & Gamble an 2 und Regibenz-Kisser an Nummer 1. Also ich glaube, das wird keine ganz einfache Entscheidung werden bei der Abstimmung. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Also ich würde dann die Abstimmung freigeben. Vielen Dank wieder. Wenn du es geschafft hast, bis hierhin zuzuschauen, dann wie immer, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und bis bald, nächste Woche zur nächsten Abstimmung. Tschüss!